Nur Moment. Mama. Mama klingt gut. Eine Mama. Du hast recht. Abschreiben. Klar. Ist gelaufen. Super. Ich hab den Job. Ja, gratuliere. Und was machst du da? Naja, was so anfällt. Interviews, Reportagen, Features. Als Praktikant, ne, ist klar. Naja, klar, die können schon nicht mehr ohne mich. Heute mache ich meinen ersten Beitrag. Wahnsinn. Über was denn? Karneval. Natürlich kein Humba-Humba-Täterell, sondern einen kritischen Bericht. Dafür brauche ich O-Töne. Was für Töne? Originaltöne. Ihr dürft mir was über Karneval erzählen. Und bitte. Wo waren Sie heute Vormittag um 11 Uhr, als Jan Glotz erstochen wurde? Ich habe geschlafen. Alles klar? Mhm. Irgendwelche Zeugen? Nein. Aber ich bin kein Mörder, okay? Okay. Und jetzt will ich wissen, was Sie wissen. Hör mal, kannst du das Lied auch ohne O-Töne spielen? Nee, ohne Interviews läuft da nichts. Obwohl, ginge vielleicht doch. Du sagst denen, das ist das schönste Karnevalslied, was du je gehört hast. Ehrenwort. Können diese Augen lügen? Was ist das? Scheiße. Aber ich habe das nicht geschrieben. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Hören Sie, gerade in diesem Moment nehmen meine Kollegen ihre Wohnung auseinander. Oh, Schluss mit dem Netz. Nein. Her mit der Kassette. Her mit der Kassette. Sie hat sie. Ja, und die gebe ich auch nicht mehr her. Weißt du, was drauf ist? Ja, ein Skandalbericht. Ja, und den hören wir uns jetzt mal an. Daniel hat einen so schönen Beitrag gemacht. Ich wollte etwas Nettes. Was Nettes? Was Nettes. Ja, warum hast du ihm nicht deinen netten Beitrag gezeigt? Was denn für einen netten Beitrag? Deinen netten. Ah, den netten. Ja. Bitte sehr. Jan war der beste Freund, den man sich je vorstellen kann. Der Kommandant. Ja? Okay, ja. Ja, ich weiß. Okay, ich komme. Alles klar. Und? Er will sich wieder treffen. Osman? Ja. Wo? Lass mich doch in Ruhe. Er vermasselt mir doch sowieso immer alles. Mensch, Martin, machen Sie jetzt keinen Quatsch.